Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Freitagnacht, wie immer, eine freie Themennacht hier bei uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann müsst ihr vorher telefonieren, nämlich oder wählen die 0800 220 5050 oder ihr mailt unter domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist Frederik und Frederik ist 22 Jahre alt. Hallo. 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 Frederik, warum rufst du an? Ja, ich habe eine 4-jährige Beziehung, ja? Und mit einer Frau und bin halt seit einem halben Jahr mit ihr verlobt, mhm, auch. Und letzten Samstag hat sie mich halt betrogen. Sie hat dich betrogen? Ja, und zwar, ich fahre immer jeden zweiten Samstag zum Freund hin. Mhm. Und sie macht sich halt einen Frauenabend, aber an dem letzten Samstag war mein Freund halt nicht da. Mhm. Und dann anschließend bin ich halt wieder zurückgefahren. Was sie nicht wusste? Bitte? Was sie nicht wusste? Was sie nicht wusste, ja, ja, genau. Und bin dann anschließend zurückgefahren. Wir leben in einer gemeinsamen Wohnung. Mhm. Und dann bin ich halt reingegangen, hab erstmal die Tür aufgeschlossen, bin dann halt ins Schlafzimmer und hab sie halt mit einem Mann gesehen, den ich auch nicht kannte. Das ist ja der Klassiker. Das jo. Ist ja der Klassiker. Der Mann, der Freund kommt früh nach Hause und die Frau liegt mit einem anderen im Bett. Ja. Und ist volle Kanne zugange? Bitte? Und ist volle Kanne zugange? Ja, also war schon ziemlich heftig halt. So, und du? Was hast du gemacht? Ja, ich war dann halt geschockt und hab mich dann auch erstmal zurückgezogen, das heißt, ich bin erstmal raus. Also ich sehe dich gerade, du machst die Tür auf, die Schlafzimmertür. Ja, du siehst deine Frau mit halt gesehen, war halt geschockt. Ja. Und dann bin ich halt raus. Und du hast nichts gesagt? Bitte? Du hast nichts gesagt? Nee, keine Ahnung, ich wusste nicht, was ich in dem Moment machen sollte, bevor ich auch explodiere. Bin ich dann halt gegangen, ja, bin zu meinen Eltern halt gefahren. Aha. Und hab dann erstmal gesagt, so, ich brauche erstmal Abstand und man muss sich erstmal in der Situation darüber auch klar werden halt. Ich hätte den keinen rausgeschmissen. Alles halt, Abstand brauchte ich. Ja, okay. Und dann? Ja, und dann hatte sie dann, hat mir erstmal ein paar Tage halt nicht miteinander geredet. Hm. Dann hatte sie dann am Mittwoch angerufen. Achso, du bist dann gar nicht mehr in die Wohnung zurückgegangen? Nee, bin ich erstmal nicht. Du bist also bei deinen Eltern geblieben? Bei meinen Eltern geblieben. Hm. Hm. So, und dann hatte sie halt am Mittwoch angerufen, hm, und hatte halt gefragt, wie es weitergeht und ob ich ihr verzeihen würde. Hm. Und da habe ich dann halt erstmal gesagt, dass ich es mir überlege, weil das war ja schon ziemlich krass. Stopp mal eben, wir halten mal fest, das war Samstag. Ja. Du bist Samstag zurück zu deinen Eltern gefahren. Und die hat ja erst Mittwoch angerufen? Ja, also hat halt erst am Mittwoch angerufen, weil ich glaube, die hat auch ein bisschen halt Angst oder sonst was, halt sich erstmal zu melden. So, und dann? Und dann hat sie halt gefragt, wie es weitergeht und so weiter. Und dann habe ich sie halt erstmal hingehalten, weil ich bin damit halt immer noch nicht dann halt fertig geworden. Mhm. Und hab mir dann halt auch selber überlegt, auf der einen Seite, ich liebe diese Frau, also wirklich meine Traumfrau, aber auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ob ich ihr mehr dann halt vertrauen kann. Das Vertrauen ist halt weg, ne? Ja, so. Und nach 4 Jahren ist das halt dann auch ziemlich krass, wenn sowas passiert. Samstag passiert, Mittwoch telefoniert, heute ist Freitag. Richtig. Hast du sie denn inzwischen mal gesehen? Bitte? Hörst du mich schlecht irgendwie? Doch, es geht. Ja. Hast du sie inzwischen denn schon mal gesehen? Ich habe sie nicht gesehen, aber wir wollen uns also nächste Woche auch mal wieder, oder was heißt mal wieder, aber wir wollen uns dann halt treffen. Und ihr wohnt eigentlich zusammen in dieser Wohnung? Ja. Weißt du, was ich überhaupt nicht verstehe, Frederik? Ja. Dass du, also erstmal verstehe ich nicht, okay, das ist eine Mentalitätsfrage vielleicht, dass du da in dem Moment nichts gesagt hast. Okay, das ist ja auch völlig egal, es ist, jeder reagiert anders. Aber dass du nicht schon längst dahin gefahren bist und hast sie dir zur Brust genommen, hast gesagt, Mädel, jetzt erklär mir, was da los ist. Ich will wissen, war das eine einmalige Sache? Wer war das? Liebst du mich noch? Es gibt ja tausend Sachen zu besprechen. Ja, die Frage hatte ich ihr dann anschließend auch am Telefon gefragt und ob das halt schon mal passiert wäre oder ist, ob sie mich schon mal betrogen hat. Und das hat sie halt verneint und hat immer wieder beteuert, halt, dass nur ein Ausrutscher war. Und wie ist sie an dir rangekommen? Wer war das? Weißt du noch nicht. Bitte? Das weißt du noch nicht. Nee. Deswegen finde ich, dass ihr so schnell wie möglich miteinander quatschen müsst, Frederik. Ja.
Und nicht irgendwann nächste Woche. Morgen. Ich fahr da morgen hin. Okay. Es ist auch deine Wohnung. Es ist auch dein Zuhause. Ja, das ist klar. Ich meine, das ist natürlich ein Hammer, der dir da passiert ist. Ist es auch. Super Hammer. Aber durch Abwarten und vor sich herschieben löst sich das Problem nicht. Da muss man jetzt Butter bei die Fische tun. Und da muss mit Tacheles geredet werden. Jo. Ne, du, letztendlich muss sie dir genau erklären, was da passiert ist und vor allen Dingen auch, warum das passiert ist. Vielleicht ist sie ja auch mit irgendwas unzufrieden. Das entschuldigt das noch nicht, aber das, dann, damit du ein bisschen weißt, woran du bist. Du sagst immer noch, dass du die Frau liebst. Ja, ganz genau. Und du wärst auch irgendwo bereit, ihr das zu vergeben? Klar. Mhm. Also ich meine, nach einer vierjährigen Beziehung. Gut, aber jetzt ist erstmal die entscheidende Frage, was sie für dich empfindet. Und ob sie dir das plausibel erklären kann, dass so etwas passiert ist, dann kann man ja auch sowas vergeben, durchaus. Aber ihr müsst jetzt reden miteinander. Und das nicht auf die lange Bank schieben. Jo. Vergibst du dir auch keinen Ball? Ja. Ne? Friedrich, toi toi toi, alles Gute. Jo, vielen Dank. Jo, tschüss. Tschüss. Das war Friedrich. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit unserer Telefon-Talkshow. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann müsst ihr mich anrufen unter 0800 220 5050, eine kostenfreie Telefonnummer, oder ihr mailt unter domian@wdr.de und bitte, wenn ihr mailt, nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben. An dieser Stelle ein Hinweis auf morgen, auf Samstag. Samstag ist Promi-Tag hier bei uns, bei Domian. Mein Gast morgen Abend ist Jürgen von der Lippe. Die Sendung beginnt im WDR Fernsehen, Samstagabend, morgen Abend um 23 Uhr. Eine ungewöhnliche Zeit, um 23.25 Uhr, um 23.25 Uhr live. Eine Stunde vorher könnt ihr anrufen und euch anmelden, wenn ihr gerne mitmachen wollt, wenn ihr gerne mit Jürgen von der Lippe sprechen möchtet. Oder ihr könnt natürlich auch heute schon mailen und euch für morgen anmelden. Jetzt bin ich verbunden mit Helmut und Helmut ist 40. Hallo Helmut. Ja, grüß dich Jürgen. Ja, guten Morgen. Morgen. Ja, dein Jürgen. Thema. Ja, mir geht darum, vorige Woche ist meine Lebensgefährtin beim Autounfall ums Leben gekommen. Vorige Woche? Ja. Wie alt war sie? Sie war 28. 28? Mhm. Wie lange wart ihr beiden zusammen? Seit Anfang des Jahres. Mhm. Was war das für ein Unfall? Ein Autounfall. Also hier ist ein anderer LKW hinten drauf gefahren und gebremst. Mhm. Und dann wurde mir heute auch noch bei einer Vorsorgeuntersuchung, also Krebsvorsorgeuntersuchung, Krebs festgestellt. Bei dir? Mhm. Und dann bin ich noch so quasi in so ein tiefes Loch gefallen. Also quasi weiß man nicht, ob ich behandeln lassen soll oder. Was für ein Krebs? Leberkrebs. Leberkrebs. Mhm. Bei der Vorsorgeuntersuchung? Mhm. Und was war das? Eine Blutuntersuchung oder wie? Ja, die, weil bei mir wurden auch schon auch erhöhte Leberwerte festgestellt. Ach so. Mh. Und weil es auch in der Familie liegt, Eltern sind an Krebs gestorben. Mh. Und einige von der Verwandtschaften hatte mir auch der Hausarzt mal dazu geraten, jetzt mit 40 wird das mal so mal zu machen. Jetzt ist die Freundin gestorben, vorige Woche. Und jetzt bekommst du selbst so eine Hammernachricht. Mh. Jo. Ich versuche mich gerade nicht hineinzuversetzen, ich kann es gar nicht. Was hat denn der Arzt gesagt? Weiß man, wie fortgeschritten das ist? Im Anfangsstadium noch. Mhm. Zu was hat der Arzt geraten? Es behandeln zu lassen. Es behandeln zu lassen. Und wie könnte man das behandeln? Ja, Chemotherapie. Mhm. Also keine Operationen? Ja. Also wollten wir jetzt mal mit der Chemo probieren. Mhm. Mhm. Als du von dem Tod deiner Freundin erfahren hast, wie hast du es erfahren? Durch die Polizei. Hm. Hast du es glauben können in dem Moment? Im ersten Moment überhaupt gar nicht. Dachte ich, dass es vielleicht eine Verwechslung gewesen wäre. Hm. War die Beerdigung schon? Ja, schon. Ja. Hm. Hast du Kontakt auch mit ihrer Familie gehabt? Ja, mit ihrer Mutter. Ja. Ich stelle mir das so vor, dass du unter einem doppelten Schock stehst. Ja. Da ist der Schock mit der Freundin und der Schock der Diagnose. Hm. Mit wem redest du? Hast du Menschen, mit denen du reden kannst? Ja, ich habe zwei gute Freunde, und mit denen ich schon mal drüber gesprochen habe. Die haben auch dazu geraten, mich behandeln zu lassen. Mhm. Und da ich deine Sendung auch schon oft sehe, wollte ich eigentlich schon mal deine Meinung
zuhören, mhm. weil ich auf mhm. deine Meinung sehr große Stücke baue, ne? Ja. Bist du in so einer, aufgrund deiner Traurigkeit, in so einer Stimmung, dann ist es jetzt auch egal, wenn sie tot ist, dann sterbe ich halt auch. Ja. Mhm. Es war ja dann noch eine frische Liebe, eine sehr junge Liebe, wenn ihr es seit Januar zusammen wart. Ja. Große Liebe? Mhm. Mhm. Habt ihr mal über Tod gesprochen? Nee, überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Mhm. Weil sie noch, noch in dem Sinne noch ziemlich jung war. Mhm. Mhm. Ich glaube, wenn einem sowas passiert, so wie dir, in dieser doppelten, in dieser Ballung, dass man auch darüber nachdenken sollte, was der verstorbene Mensch gerne würde wollen. Ja, ich glaube schon eher, dass sie vielleicht haben wollte, dass ich ihn halt entspannen lasse. Ne? Das glaube ich auch, ohne dass ich deine Freundin jetzt gekannt habe. Aber wenn du sagst, dass das eine große Liebe war zwischen euch beiden, würde sie natürlich alles, wenn sie jetzt von oben runter gucken könnte, vielleicht kann sie es ja auch, würde sie wahrscheinlich sagen, mach es, mach es. Und komm nicht nach. Ja, bloß ich weiß halt nur nicht, was ich quasi jetzt in dem Sinne machen soll. Ne? Hast du denn da einen Arzt, dem du vertraust? Und du ja, klar, sicher. Das schon. Das ist der Hausarzt, der kennt auch die ganze Geschichte mit der Familie, weil er und der hat mit dem hat auch ein Gespräch gehabt, deswegen. Mhm. Mhm. Helmut, ich würde an deiner Stelle, würde dir dringend raten, dass du jetzt aufgrund dieser extremen Doppelbelastung, dass du dir von außen Hilfe suchst. Mhm. Das ist das Allererste. Mhm. Du hast zwar Freunde, das ist auch sicher sehr gut, aber ich glaube, das ist so gewichtig, was du gerade da durchmachst, dass du da eine gute Stütze brauchst. Mhm. Und dann glaube ich wirklich, das, was du gerade spontan gesagt hast, das ist richtig. Dass du sagst, meine Freundin, die würde wollen, dass ich mich behandeln lasse. Und meine Freundin würde nicht wollen, dass ich sterbe. Die hat mich geliebt und die will mein Glück. Und dein Glück ist nicht der Tod. Naja, stimmt schon. Wie gesagt, das Moment weiß ich wirklich nicht, weiß ich ja. Ist mir völlig klar. Ist mir völlig klar. Da wäre jeder durch den Wind. Jeder. Jeder. Hm. Naja. Hast du eine Möglichkeit, dir was zu suchen oder sollen wir dir noch ein bisschen behilflich sein bei der Suche? Ja, der Arzt hat mir auch schon da gewisse Adressen gegeben und Telefonnummern. Mhm. Jetzt habe ich gerade die Zeitspanne nicht genau in Erinnerung von der Todesfall und dann die Diagnose. Wie viel lag dazwischen jetzt? Also war eine gute Woche, also vorige Woche Donnerstag. War der Unfall und dann heute war die Diagnose. Mhm. Mhm. In dieser Zeit, als du noch nicht wusstest, dass du krebserkrankt bist, wie war da deine Stimmung? War die Stimmung auch schon so, ich möchte nicht mehr leben, weil sie nicht lebt? Nee, das ist nicht so gut. Ist mir alles so auch zwar ziemlich nahe gegangen, ne? Mhm. Bloß da dachte ich auch, das Leben muss weitergehen, ne? Mhm. Mhm. Weil ich noch, wie gesagt, noch vor kurzem erst auch gerade vom Jahr noch Patenonkel geworden bin bei meiner Schwester. Mhm. Und wie gesagt, wollte ich auch noch weiter, dass ich in meinen Neffen aufwachsen sehe. Ja, ja, ja. Helmut, ich möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin, mit der Magdalene jetzt noch ein bisschen sprichst. Mhm. Und wir werden dir zusätzlich zu deinen Adressen, die du da hast, auch noch ein paar geben. Hab das doch mal ganz, ganz fest in deinem Kopf, was sie wünschen würde. Dass sie bei dir ist und dass sie dir auch hilft, dass sie dir auch beisteht bei der schweren Therapie, die vielleicht bevorsteht. Und wenn der Arzt sagt, das ist im Anfangsstadium, sind die Chancen ja doch recht groß, dass das wieder in den Griff bekommen wird. Ne? Lieber Helmut, du legst bitte auf und die Magdalena ruft dich an. Alles klar. Alles Liebe von Herzen. So, danke dir. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Und hier ist der Andreas und Andreas ist 45 Jahre alt. Hallo Andreas. Ja, hallo Domian. Hallo, guten Morgen. Dein Thema. Ja, mein Thema ist der Tod.
ich habe heute meine Mutter beerdigt, ich habe meinen Vater beerdigt. Heute? Und meine Mutter ist gestern beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Oh. Und weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Gestern beim Verkehrsunfall? Ja. Ist von einem Taxifahrer angefahren worden und ist noch an der Unfallstelle verstorben. Gott, und der Vater ist noch nicht mal beerdigt gewesen. Ja, ziemlich hart für mich im Moment. Da kam irgendwann die Polizei bei dir vorbei und hat dir das gesagt? Ja, die haben mich angerufen halt und der hat mir für so ein bisschen immer noch die Worte. Mhm. Ich bin auch nicht mal ganz nüchtern. Das glaube ich. Heute. Ja. Weil ich das einfach nicht verarbeiten kann. Mhm. Beide Elternteile innerhalb von, sag ich mal, 14 Tagen zu verlieren. War der Vater schwer erkrankt? Ja, mein Vater hatte Krebs, hatte über 15 Jahre einen Stomabeutel, hatte Blasenkrebs. Dann kam halt noch ein Gehirntumor dazu und ja, was soll ich sagen? Also einen langen Leidensweg und hat er zum Schluss sehr leiden müssen? Er hat gelitten, ja. Er hat gelitten. Ich habe versucht, ihn auch so weit wie es geht halt zu unterstützen, nur ich habe, ja, wie soll ich das sagen, noch einen Bruder und der kam dann auch per Zufall, der kam ins Krankenhaus und in der Zeit, wo ich mit meinem Bruder unterwegs war, ist mein Vater gestorben. Im Krankenhaus? Ja. Die Zeit vor dem Krankenhaus, hat er zu Hause gelegen oder war er in einem Pflegeheim? Nee, also ich habe ihn mit meiner jetzigen Frau versucht, also so weitgehend wie möglich zu pflegen. Mhm. Wir haben noch eine 16-jährige Tochter. Ich meine, ich wusste, dass das irgendwie extrem gewesen ist und wollte halt vermeiden, dass er irgendwann tot hier in der Wohnung liegt. Wie alt sind deine Eltern geworden? Mein Vater ist 72 und meine Mutter ist 61. War deine Mutter eigentlich noch gesund und recht fit? Ja, gesund und fit, ich weiß nicht. Ich muss dazu sagen, ich bin Heimkind gewesen und habe also meine Mutter vor 5 Jahren wiedergefunden und habe versucht, das nachzuholen, was was man nachholen kann. Wir hatten dieselben Interessen und... Das heißt, du hast nicht vor 5 Jahren erst deine Mutter gefunden, sondern auch deinen Vater, oder wie? Nee, mit meinem Vater habe ich ein Leben lang Kontakt gehabt, weil ich ein Heimkind bin. Achso, die beiden haben getrennt voneinander gelebt? Ja, mein Vater ist 72 geschieden worden. Achso, verstehe. Auf jeden Fall bin ich total fertig. Das glaube ich. Wie war dann dein Verhältnis einmal zu der Mutter, was dann ja erst sehr spät aufgebaut werden konnte? Wie war das? Also das Verhältnis war eigentlich super. Wir haben selben Interessen gehabt. Sie hat mir die Meinung gegeigt, ich habe ihr die Meinung gegeigt. Ja, aber jetzt ist sie nicht mehr da. Und das Verhältnis zu deinem Vater? Naja, das Verhältnis zu meinem Daddy ist eher gespannt gewesen, weil ich halt diesen Kontakt zu meiner Mom gesucht habe. Aber was ich keinerzeit bereue. Nur ich nehme jetzt übel, dass sie nicht mehr da ist. Du nimmst ihr jetzt übel, dass sie nicht mehr da ist? Ich kenne den Taxifahrer, der das verursacht hat. Der war eindeutig schuld? Der war eindeutig schuld, der war angetrunken. Aber im Vordergrund steht natürlich die Trauer. Ja, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe mir heute dermaßen die Kanne gegeben. Ich habe also, weiß ich nicht so, 17 Flaschen Bier getrunken. 17 Flaschen Bier? 17 Flaschen Bier, ja. Weil ich habe, wie gesagt, meinen Vater jetzt erst unter die Erde gebracht. Und ich darf gar nicht dran denken. Jetzt steht die nächste Beerdigung an. Ja, richtig. Ich habe Stress mit meiner Frau. Derbenstress, dass sie sich trennen will, weil ich das nicht verkrafte. Ich habe hier rumrandaliert. Moment mal, deine Frau hat jetzt heute zu dir gesagt, dass sie sich trennen will von dir? Sie hat gesagt, sie will sich trennen, weil ich hier rumrandaliert habe. Ich habe also einen Fernseher rausgeschmissen.
ich habe meinen PC rausgeschmissen. Mhm. Alles nur aus Frust. Alles nur aus Frust. Was heißt Frust? Aus Unglück, aus Traurigkeit, aus Verzweiflung. Ja, ja, ich weiß nicht, wie ich mit der Trauer umgehen soll. Und das heißt, du hast das Gefühl, dass deine Frau dir gar nicht beisteht jetzt in der schwersten Zeit deines Lebens vermutlich. Tja, sie hat wohl Verständnis für mich, aber nicht für die Dinge, die ich heute getan habe. Mhm. Ja, tut mir ja selber leid, aber... Bist du ihr gegenüber auch handgreiflich geworden? Nein, um Gottes Willen. Du hast dich nur an Gegenständen, du hast Gegenstände zerstört. Ja, natürlich. Ja. Nein. Was ja dann letztendlich egal ist, dann sind die Gegenstände also, kaputt, ist auch egal. Jürgen, ich bitte dich, ich liebe meine Frau, ja, ich würde meine Frau nie was antun. Ja, ja, ich frag's ja nur so, ich frag's ja nur so. Bist du ein bisschen, ja, nur das klingt wieder irgendwie nach Vorwurf. Nein, 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 um Gottes Willen, um Gottes Willen. Bist du ein bisschen traurig darüber, dass deine Frau jetzt so reagiert? Ja, ich bin sauer, aber... Vielleicht ist es morgen ja auch wieder anders, Andreas. Ich meine, die ist jetzt auch... Es geht ihr ja wahrscheinlich auch sehr an die Nerven, die ganze Geschichte. Das glaube ich nicht. Es geht ja nicht an die Substanz, glaubst du nicht? Also mir geht's an die Substanz, aber ich sag mal, wir sind jetzt über 13 Jahre verheiratet. So wie ich heute war, hat sie mich, glaube ich, noch nie erlebt. Mhm. Wie war denn Ihr Verhältnis zu deinem Vater oder zu deiner Mutter? Gab es da auch Verbindungen? Also zu meinem Vater war es also ein schlechtes Verhältnis. Mhm. Zu meiner Mutter war es ein sehr gutes Verhältnis. Mhm. So, jetzt ist die Situation ist ja so außergewöhnlich und die Nerven liegen so blank bei euch beiden. Sie hat jetzt heftig reagiert, du hast was Heftiges getan. Aber vielleicht können wir es ja doch so sehen und hoffen, dass morgen übermorgen sie das auch wieder anders sieht und sie das auch verstehen wird, in welchem Zusammenhang du das gemacht hast und warum du das gemacht hast. Das glaube ich nicht. Meinst du das nicht? Das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nein, auf keinen Fall. Das heißt, jetzt hast du auch noch Angst, dass die Ehe kaputt geht. Ja, ich denke, ich habe heute eine ganze Menge kaputt gemacht. Weil du so viele Gegenstände kaputt gehauen hast. Tja, ich habe alles rausgeschmissen. Fernseher rausgeschmissen, Computer rausgeschmissen, HiFi-Anlage rausgeschmissen. Hm. Ich will dir mal sagen, das klingt zwar krass, aber ich finde das nicht schlimm. Wenn man so etwas gerade durchmacht, was du da durchmachst, kann man sehr viele auch starke Emotionen verstehen oder muss man auch hinnehmen. Das ist natürlich nicht richtig, natürlich nicht, aber mein Gott, du hast deine Eltern gerade verloren, hintereinander. Dass man da schon mal durchdreht und nicht mehr weiß, was richtig ist, ist ja schon fast schon normal. Der eine reagiert noch heftiger, der andere frisst in sich hinein. Jetzt ist aber die Frage, wie geht's jetzt weiter? Ich habe keine Ahnung. Hm. Ich habe keine Ahnung. Ich finde, Andreas, du musst dringend von außen dir Hilfe suchen. Ja, von wem? Ja, ich habe einen Bruder, mit dem habe ich schon jahrelang keinen Kontakt. Nee, nicht aus dem Familienkreis. Richtig neutrale Person, so wie du mich jetzt angerufen hast. Dem interessiert das einen Scheißdreck, was mit der Familie ist. Mhm. Ich habe eigentlich bei dir angerufen, weil ich mir einfach gedacht habe, okay, du hast einen zu reden, weil ich gucke in deiner Sendung eigentlich jede Nacht. Mhm. Klar, das Reden ist sehr wichtig, aber wir beide reden jetzt einmal 10 Minuten. Aber du brauchst jemanden, mit dem du über lange Wochen und Monate unter Umständen reden kannst. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Hm. Ich bin dermaßen geplättet im Moment. Du hast ein Kind, ne? Ich habe ein Kind, ja. Wie alt ist das Kind? 16 Jahre. Hm. Ich habe hier Tabletten liegen und bin am Überlegen, ob ich die nehme. Nein, nein, nein. Nein, nein. Das darfst du nicht machen. Das darfst du dir nicht antun, das darfst du deinem Kind nicht antun, das darfst du deiner Frau nicht antun. Tja. Und auch das wieder, so wie ich das gerade mit Helmut besprochen habe, das würden deine Eltern nicht wollen. Deine Eltern würden nicht wollen, dass du dir jetzt das Leben nimmst. Im Moment weiß ich nicht, wo oben und unten ist. Glaube ich. Deswegen, wir werden dir jetzt behilflich sein dabei. Brauchst du ganz dringend jetzt Ansprechpartner, gerade für die nächste Zeit, akut für die nächste Zeit, damit du nicht alleine da stehst. Und das in der Familie kann man das ja auch nicht so auffangen. Ja, ich fühle mich halt alleine. Ja, Vater klar. Und Mutter sind weg. Na klar. Mit meiner Frau habe ich Stress. Mhm. Die lässt sich vielleicht scheiden. Mhm. Ja, nun mal langsam. Scheißspiel. Wie war denn eure Beziehung jetzt vor den Todesfällen? Ja, wir haben unsere Differenzen gehabt, aber
ansonsten eigentlich war es für mich eigentlich okay. Ja. Ich meine, ich liebe meine Frau. Ja. Ich würde meiner Frau auch nie was antun. Ich meine, gut, ich mag es heute ja übertrieben haben, aber sie meinte sogar zu mir, ich sollte in die Psychiatrie gehen. Wo ist sie denn im Moment? Sie schläft im Schlafzimmer. Mhm. Deswegen habe ich ja gesagt, dein Kollege, der hat mich geweckt, ich war im Bett. Mhm. Ich muss um 5 Uhr wieder raus. Zur Arbeit? Ja. Mhm. Andreas, nochmals gesagt, ich habe nicht so die ganz große Sorge, dass es jetzt in die Richtung Scheidung geht. Du bist heute völlig ausgerastet. Deine Frau hat dich erlebt, wie sie sich noch nie erlebt hat. Aber wenn vorher alles gut gelaufen ist und du sagst, dass ihr euch liebt, ist das mit der Scheidung noch sehr weit hin. Morgen und übermorgen wird die Welt, was die Sache anbelangt, schon wieder anders aussehen. Ich will es nicht runterspielen, aber das glaube ich schon. Aber dennoch möchte ich jetzt, dass wir versuchen, dir Hilfe zur Seite zu stellen, weil du jemanden einfach brauchst. Und deshalb bitte ich dich, du kennst es ja, wenn du meine Sendung öfters siehst, dass du es auflegst und die Magdalena, meine Psychologin, ruft dich an und dann kümmern wir uns um dich. Hm, ob das was bringt, weiß ich nicht. Versuchen wir es, du hast mich ja auch angerufen. Warte mal, ja. Geh mal bitte ins Bett, ich bin gerade am Telefon. Geh ins Bett, ich bin am Telefonieren, okay? Lass uns nicht diskutieren. Ja. Nein, keine Diskussion. Andreas, sei freundlich, ja. Sei freundlich zu ihr. War das deine Frau? Ja. Ja, sei freundlich bitte zu ihr. Ins Bett, okay? Ich bin am Telefonieren mit dem Domian. Danke. So, jetzt legst du mal auf, wartest auf einen Rückruf von uns. Ich bitte meine Regie, meine Redaktion, dass du sofort jetzt angerufen wirst, absolut sofort. Und sei freundlich zu deiner Frau. Ist das heute schon viel passiert? Jetzt bist du einigermaßen bei Sinnen, sei freundlich zu ihr. Ja? Ja, okay. Ich probiere es zumindest. Probier's, ja. Ich will ja auch nicht ausrasten. Ich will ja auch nichts, um Gottes Willen. Ich weiß. Nur ich bin total überfordert, verstehst du? Ist mir völlig klar. Zwei Elternteile verliere. Völlig klar. Ich kann auch nicht mehr und auf eine Art will ich auch nicht mehr. So, deswegen wirst du jetzt gleich mit meiner Mitarbeiterin weitersprechen. Bitte leg auf, wir rufen sofort wieder an, okay? Ja, okay. Okay, Andreas. Ich danke dir. Alles Gute. Tschüss. Ja, ihr Lieben, 0800 220 5050, meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch entweder über Telefon oder über Mail. So, hier ist Michael und Michael ist 26 Jahre alt. Hallo Michael. Hallo Domian. Was ist denn dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich habe ein großes Problem. Ich stehe davor, meiner jetzigen Frau meine Beziehung zu beenden, weil ich habe mich vor 4 Monaten in eine andere Frau verliebt. Und das ist auf der Arbeit passiert. Und ja, wie soll ich das sagen? Meine Frau ist seit knapp 1,5 Monaten in der Psychiatrie. Die ist dort eingewiesen worden, weil sie einen Nervenzusammenbruch gekriegt hat. Warum? Weil sie Stress auf der Arbeit hatte. Ja. Und hier mit dem Kleinen, sie haben noch ein Kind, ja. Da kam sie auch nicht mehr mit zurecht. Das heißt, du bist im Moment alleinerziehender Vater? Ja, so kannst du es nennen. Also ja. Ich bin die ganze Woche alleine mit dem Kleinen halt. Ne? Mhm, naja, und meine jetzige, sagen wir mal so, Freundin, die hat halt auch noch ein Kind und ist auch noch verheiratet. Hat denn deine Freundin, die ist 1,5 Monate, deine Frau, denn ihr seid verheiratet? Ja, genau. Wie lange schon verheiratet? Jetzt zwei Jahre verheiratet. Jahre. Ja. Mhm. Hat deine Frau das mitbekommen, bevor sie in die Psychiatrie eingeliefert wurde, dass du eine Freundin hast? Nein, das geht schon seit 4 Monaten so mit uns. Mhm. Und sagen wir so, ich bin mir auf jeden Fall, also ich hege irgendwie auch gar keine Gefühle mehr gegenüber meiner Frau. Mhm. Ich habe nur jetzt halt noch das Problem halt mit ihr, also mit meiner Freundin, weil ich weiß nicht mehr ein, nicht mehr aus, weil ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, weil die kommt von ihrem Mann nicht los. Ja. Also die hat Angst vor ihm. Ja. Sprich, die sitzt dann heulend vor mir und sagt halt, dass sie Angst hat, zum Beispiel, beste Beispiel heute, sie wollte halt noch heute Nacht bei mir bleiben mit der Kleinen und die hat das, auf einmal ging der Telefon halt und da wollte er auf hat angeblich sein hat halt was vergessen und sie sollte ihm das wohl geben.
Also der weiß davon, dass ihr... Nein. Sie hat gesagt, sie schläft bei einer Bekannten. Ach so. Und ja, so ist er dann halt gekommen und dann auf einmal sagt, ja, fahr mich ganz schnell nach Hause. Der will hier was abholen kommen, der will wissen, wo ich bin, bla bla bla. Ne, halt und... Lass mich mal ein paar grundsätzliche Fragen stellen. Wie ist dein Gefühl zu deiner Frau noch? Sagen wir mal von auf einer Skala von 0 bis 10, 0. Oh. Also aber auch alles weg? Ja, also das Einzige, was mich noch hier hält, also bei ihr, das ist unser Kind. Wie lange geht das schon so? Na, seitdem ich halt da diejenige kennengelernt habe, ne? Ach so, früher waren noch mehr Gefühle da, von einem Jahr oder so. Ja, das auf jeden Fall. Ne? Aber jetzt? Dann gab es halt mehr Streitereien zu Hause, ne? Und ich habe mich halt... Du hast dich jetzt in diese neue Freundin, in die neue Frau, richtig verliebt? Ja, das ist wohl wahr. Ja. Und die Skala 0, 10 liegt dabei 10 an Gefühlen im Moment? Ja, kann ich dir sagen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ja auch eine ganz klare Aussage. Das heißt, du würdest am liebsten mit der Frau zusammen sein? Ja, klar, würde ich auf jeden Fall. Ja. Würde die Frau, abgesehen von den Problemen, die sie mit ihrem Mann hat, würde die auch gerne mit dir zusammen sein? Ja, das auf jeden Fall. Wir verbringen ja die meiste Zeit zusammen, ne? Hast du deiner Frau gegenüber ein schlechtes Gewissen auch? Sie ist jetzt in der Psychiatrie, sie ist sehr labil. Wenn du sie irgendwann auch damit noch konfrontierst, dass du gehst? Na, das ist halt die Frage, was ich machen soll. Ob ich ihr das jetzt sagen soll, wo sie noch da ist, oder ob ich das ihr nachher sagen soll. Ich will ja eigentlich gar nicht sagen, dass ich mir jemand anders kennengelernt habe. Sondern? Was willst du sagen? Ja, weiß ich nicht. Dass wir uns auseinandergelegt haben und. Ich will nicht, dass es ihr noch schlechter geht, als es jetzt schon geht. Wie geht es ihr denn im Moment? Sie sagt angeblich, ja, es geht ihr besser dadurch, dass sie da die Therapie macht und Tabletten kriegt. Und, aber für mich, meiner Meinung nach, ist das jedes Wochenende schlimmer. Vor 3 Wochen hatten wir eine Aktion, da hat sie mich halt mit dem Gegenstand attackiert. Und ja. Hast du da mal mit einem Arzt, einem behandelnden Arzt gesprochen? Ja, ich hab das denen gesagt, geschildert, die haben das wohl aufgenommen, was da weiter geschehen ist, man hat mich nicht zurückgerufen oder jegliches, keine Ahnung, was du da gemacht hast. Nee, ich meine, dass du einfach mal ein Gespräch mit einem Arzt über den Zustand deiner Frau geführt hast, das noch nicht? Nein, wir haben mal so ein Gruppengespräch gehabt und ja, weiß ich nicht, das war auch nicht gerade so das Beste. Nur ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich würde am liebsten jetzt halt, wie soll ich sagen, ich bin der Meinung, sie soll ihrem Mann das sagen, so wie es ist. Also jetzt reden wir von deiner Freundin wieder. Ja, wo sie dran ist. Ja. Und wo er dran ist, weil dieses ewige, ich habe keinen Bock mehr auf das ewige Versteckspiel. Ja, okay. Das heißt aber, da müssen jetzt zwei Leute ihr Leben verändern. Du musst dein Leben verändern und sie muss ihr Leben verändern, damit ihr zusammenkommt. Ja, das ist wohl wahr. Ne, das heißt, du musst einen Einschnitt machen, einen gravierenden und sie eben dann auch. Ja. Ich kann es ja nicht einschätzen, wie gewalttätig ihr Mann ist und wie ernst zu nehmen ihre Angst ist. Ja, das ist halt das große Problem. Der ist halt ziemlich, also so wie ich das schon mitbekommen habe, ziemlich laut. Also der schreit sehr viel, auch wenn das Kind von denen dabei ist und sie kuscht dann halt, ne, weil sie halt Angst vor ihm hat. So, dann wenn deine Freundin das nicht alleine schafft oder zu viel Angst hat, von ihm wegzugehen, sollte deine Freundin auf jeden Fall zu einer Beratungsstelle gehen, zu einer Frauenberatungsstelle gehen, um sich da einfach mal so ein bisschen Rückhalt zu holen, wie sie am besten rauskommt. Ja, das Problem ist ja halt, die Eltern von ihr, die stehen, sagen wir mal so, zu 70% auf seiner Seite, ne? Und da finde ich persönlich schon ziemlich schlecht. Ja, wie alt ist denn deine Freundin? Na, die ist 22. 22, na gut, sie ist eine junge Frau, sie ist Mutter. Da kann sie ja für sich entscheiden, was sie will. Und wenn sie unglücklich in der Beziehung ist, dann kann sie gehen. Und dann muss sie auch gehen. Und wenn es noch so kompliziert ist, sie wird gehen. Ja, aber das Problem ist auf jeden Tag auf das Neue. Ich weiß nicht, ich kann ohne die fast schon gar nicht mehr leben. Das ist so. Mein Sohn, der sieht sie halt öfters als seine eigene Mutter, der sieht sie schon an als Mama halt, ne? Aber Michael, dennoch finde ich, dass du dein Leben auch erstmal in Ordnung bringen musst. Du kannst es natürlich von ihr, du musst es von ihr auch verlangen, dass sie was unternimmt, aber du musst es auch tun. Du kannst dein Leben ja auch nicht einfach so weiterlaufen lassen. Ja, das Problem ist, ich habe Angst davor, dass halt, wenn
wenn ich davon jetzt mal hier alles beende, dass sie nachher sagt, weißt du was, nee, ich bleib, dass er ihr so einen psychischen Stress macht. Ich habe sie jetzt vor 2 Tagen erlebt, sie war nervig am Ende. Sie war nervig gefragt, ich habe sie wieder aufgebaut ein bisschen. Okay. Wieder ging. Und also der macht ja richtig psychisch zu schaffen. Okay, welche Angst hast du denn? Wenn du wolltest gerade sagen, wenn du da bei dir alles beendest. Ja, dass er nachher so einen Stress macht, dass sie sagt, weißt du was, nee, ich bleib doch hier. Ja, aber das ist doch völlig egal, Michael. Das ändert doch an deiner Situation nichts. Deine Situation ist, du hast mir gerade gesagt, dass du deine Frau auf einer Skala von 0 bis 10 und 10 ist sehr viel lieben und 0 nicht lieben, 0 liebst. Ja, Ist es jetzt eigentlich völlig egal, ob da noch eine neue Frau ist oder keine andere Frau. Ja, musst du weg erstmal von deiner Frau. Ja, die Sache ist ja die, wir haben jetzt halt noch das Kind, ne? Natürlich, aber was meinst du, wie viel junge Paare sich trennen und da gibt es auch Lösungen? Also, du willst jetzt mit Netz und doppeltem Boden arbeiten. Du willst dich erst trennen, wenn du weißt, dass du auch die andere kriegst. So hört sich das für mich an. Ja, so hast du mich eigentlich schon so durchschaut. Ja, aber so finde ich nicht richtig heranzugehen. Erstmal musst du dein Leben regeln, klar regeln. Das heißt, du musst vorsichtig auf eine Trennung hinaus arbeiten mit deiner Frau. Deswegen fragte ich gerade, ob du schon mal mit einem Arzt in der Psychiatrie gesprochen hast. Ich würde schon das Gespräch mal suchen und auch da mit einem Arzt genau die Situation besprechen, dass du dich eigentlich trennen möchtest, um auch mal einzuschätzen, zu welchem Zeitpunkt man ihr das sagt. Sie ist ja nun wirklich erkrankt im Moment. Dass das in einer Art und Weise passiert, dass sie nicht völlig umgehauen wird. Also arbeite erstmal an deiner eigenen Front und dann musst du die andere Sache erhoffen und letztendlich auch dann die Erwartung kannst du schon formulieren deiner Freundin gegenüber, dass sie auch geht. Aber du bist erstmal gefragt, finde ich. Ja, ich meine, ich bei meiner Seite her, ich kann mit offenen Karten spielen, so, ich kann zu meiner Freundin gehen, weißt du was? Es ist so, nur ich habe halt diese penetrante Angst, nachher alleine dazustehen. Ja, ne? Aber so ist es dann. Ja, und weil sie hat so viel, hat sie halt als Schiss vor ihrer Mutter, vor ihrem Vater, vor ihm, ne? Und ja, aber ich meine, wen suchst du dir da aus? Wenn die Frau mit 22 Jahren auf die Mutter, auf den Vater, auf den Freund und vor allem nur Schiss hat, man sucht sich doch einen Menschen aus, der eine klare Haltung hat, der auch sagt, was er will, oder die auch sagt, was sie will. Du kannst sie ja nicht zu ihrem Glück zwingen. Die muss ja dann irgendwann wirklich auch eine Entscheidung treffen und sagen, ich will weg aus der Beziehung, ich will hin zu Michael. Das kannst du ja wirklich auch erwarten. Meinst du, ich soll ihr morgen erzählen, weil wir wollen uns morgen sehen, meinst du, ich soll erzählen, dass wir beide uns unterhalten haben? Ja, klar. Ja, du kannst, natürlich erzähl es ihr, erzähl ihr auch alles, was wir so geredet haben. Alles, dass ich finde, dass sie sich trennen muss von ihrem Mann, wenn sie sich da so unglücklich fühlt. Und dass sie sich nicht um den Bruder und um die Eltern scheren muss, sondern es geht um ihr Leben, um ihr Gefühl, um ihr Herz. Das kannst du ihr erzählen, aber du musst ihr auch erzählen, dass ich gesagt habe, dass du genauso auch vor deiner Tür kehren musst. Ja, das ist wohl richtig. Ja. Michael, das habe ich eigentlich alles gesagt zu dem Fall. Du musst jetzt sehen, wie du handelst. Und ich würde, wie gesagt, auch noch wirklich, finde ich nochmal wichtig zu unterstreichen, das Gespräch mit einem Arzt in der Psychiatrie suchen. Das ist schon wichtig, finde ich. Ja, ich werde das machen, auf jeden Fall. Alles Gute und wirklich von Herzen alles Liebe, Michael. Ja, alles klar. Ich bedanke mich bei dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. Hier ist Christiane und Christiane ist 62. Hallo Christiane. Hallo Domian. Hallo, guten Morgen. Habe ich dich am Telefon? Ja, ich bin's wirklich. Wundervoll. Ich möchte ein Kompliment machen. Ich bin sehr traurig, denn ich habe eine Geschichte zu erzählen, die ist sowas von traurig. Mein Sohn ist Berufssoldat und der ist eigentlich in Deutschland ab dem 5. Lebensjahr aufgewachsen. Wir haben in Amerika gelebt und mein Kind ist da auch entstanden. Und natürlich, wie es immer so ist, man lässt sich auch mal scheiden, das kam halt so. Dann bin ich zurück nach Deutschland. Und der Junge ist hier sehr gut groß geworden. Er hat eine wundergute Schule, alles besucht.
Mhm. Ich muss weinen. Mhm. Und also William ist zurückgegangen nach Amerika. Wer ist zurückgegangen? Als er 17 war. Ich weiß es nicht. Ich war alleinerziehend. Nein, ich war alleinerziehend. Nee, ich habe es gerade nicht ganz verstanden. Er ist hier aufgewachsen und mit 17 ist er wieder zurückgegangen nach Amerika. Ja, aber das liegt auch mit an mir. Mhm. Ich habe ihm gesagt, William, er wurde so aufmüpfig dann mit seinen Schulen und so. Der hatte ja auch beendet und alles. Mhm. Aber wurde so richtig aufmüpfig. Und dann habe ich gesagt, William, so geht das nicht. Möchtest du nicht mal deinen Vater wieder mal sehen? Mhm. Also ich meine, mit 5 Jahren, da hat er nicht viel in Erinnerung gehabt, aber wir hatten Bilder und so und Briefe. Und dann habe ich gesagt, jetzt gehst du mal und besuchst deinen Vater. Na, in Amerika? Ja, und da habe ich gedacht, der bleibt dann vielleicht mal ein Jahr drüben. Wie lange ist er da geblieben? Wie lange? Ja, wie lange ist er da geblieben? Ja, das sag ich dir gleich. Nee, sag mal jetzt, wie lange er da? Ja, immer noch da. Er ist immer noch da. Natürlich. Ach so, und dann ist er Berufssoldat in Amerika. Ja. Ach so, ich dachte hier in Deutschland. Nee. Ach so. In Amerika. Warum bist du jetzt so sehr traurig? Ja, sag ich dir. Er ist dann, weil er dann auch geheiratet hat, er hat da das Mädchen kennengelernt. Und hat die halt sehr lieb gehabt und hat sie auch geheiratet. Mhm. Und hat Zwillinge, 2 Mädchen. Die sind aber mittlerweile auch schon 14 Jahre alt. Mhm. Ne? Und diese Ehe ging zu Bruch. Die waren aber 2-mal schon in Deutschland, haben mich besucht hier dann auch. Die waren in Aschaffenburg und ich lebe ja hier bei Frankfurt. Ich habe das Gefühl, dass da irgendwas Dramatisches passiert ist. Du hast mir am Anfang, der ist Berufssoldat, der ist in Amerika. Ja, da klickert das. Ja, da klickert's bei mir so ein bisschen. Ja, ich will dir gleich was sagen. Was ist mit ihm los im Moment? Gestern hatte ich ein sehr komisches Gefühl. Irgendwie, ich weiß es nicht, im Magen. Er hat mich nicht angerufen, weil er weiß, dass ich sehr schnell weine und weil mir alles zu Herzen geht. Und ich habe ihn gestern angerufen. Gestern. Und er war gar nicht mehr da. Er hat wieder geheiratet jetzt, nach 5 Jahren. Allerdings Christine, jetzt sagst du mir mal, was los ist. Was ist mit deinem Jungen? Wo ist der Junge? Im Irak. Seit gestern. Ich hab's doch im Gefühl gehabt. Soll ich dir mal was sagen? Domian, ich kann das nicht verkraften. Er ist im Irakkrieg. Also er ist im Irak. Ja, der Krieg ist ja jetzt nicht mehr. Mhm. Aber was ich so höre... ist es ja viel schlimmer jetzt, als was es mal war. Mm. Und ich komme nicht über die Gedanken drüber weg. Das heißt, du hast jetzt gar nicht mehr mit ihm gesprochen, bevor er... Nein, er wollte mich nicht mehr anrufen. Ich hatte gestern das Gefühl, gestern am Donnerstag, habe ich das Gefühl gehabt, ich muss den William anrufen. Und seine Frau war nicht am Telefon. Sie hatte noch einen älteren Sohn. Und der kam ans Telefon und sagt, Mama, kommt nicht ans Telefon. Dann habe ich gesagt, was ist denn? Sag mir es doch bitte. Und dann sagt er, die Mutti weint. Und dann sage ich, wo ist denn der William? Also mein Sohn, wo ist der William? Dann sagt er, die Mutti hatten heute, ich weiß nicht, wo sie ihn hin... Sie hatte ihn verabschiedet. Ich glaube, das Gepäck ist schon davor geschickt worden. Sag mal, was hast du denn gesagt oder gedacht, als er damals sich entschieden hat, Berufssoldat zu werden? Fand ich gut zu der Zeit. Fand ich das gut, denn die Familie war versichert. Ich weiß es nicht, Domian, ob du das weißt. Ja, schon, aber... Die Menschen sind ja da so... Die haben keine Versicherung, nichts. Mhm. Und wenn du eine Familie gründest, finde ich das sehr gut, dass sie sich dann irgendwo, weißt du? Verstehe. Aber dann muss man natürlich das auch immer mit einkalkulieren, ne? Dass man irgendwann... Ja, da habe ich aber auch nicht so... Nicht drüber nachgedacht damals. Nee, so. Ich weiß es ja, dass... Er ist ja auch sehr, wie sagt man, auf Fischen sehr... Er ist sehr familienbedacht und er wollte ja auch alles Liebe und Gute für seine Kinder haben und so. Jetzt hast du natürlich berechtigterweise große Angst um deinen Jungen. Heulen.
große Angst um deinen Jungen und guckst wahrscheinlich jetzt jede Nachrichten, was ist im Irak los? Alles. Ja. Wieso weißt du das? Ich guck jede Nachrichten und werde natürlich immer verrückter. Mhm. Jetzt bleibt dir natürlich gar nichts anderes übrig, als zu beten, zu hoffen, dass es gut geht. Wie lange wird er denn da bleiben müssen? Ein Jahr. Bis nächstes Jahr Oktober. Ein Jahr, oh Gott. Ein ganzes Jahr. Ein ganzes Jahr Angst und Zittern. Ich bin fix und fertig. Ich kann das nicht ertragen. Weißt du denn, ob du irgendwann mal mit ihm telefonieren wirst können? Ist das möglich? Ja, das habe ich ja schon gesagt. Ja, er sagte mir, auch das schon Wochen zuvor, sagte er, ja Mutti, irgendwo kann ich telefonieren. Mhm. Und als ich mit seiner Frau gesprochen habe, gestern, und da sagte sie zu mir, du wirst dich wundern, die dürfen das doch nicht so. Ach so. Ist gar nicht so. Mhm. Und jetzt wundere ich mich, weißt du, ich wundere mich überhaupt über nichts mehr. Ich bin einfach so... Das versteht jeder, der zuhört. Jeder. Du hast Angst um deinen Sohn. Du hast Angst um das Leben deines Sohns. Ich liebe den so, glaubst du nicht. Der ist in einem Krisengebiet und die Gefahr ist groß. Das ist natürlich wahr. Was meinst du? Man kann da auch nichts machen. Wenn er freiwillig dahingegangen ist, er ist Berufssoldat, und da kannst du nur hier sitzen und hoffen und beten und... Dass er zurückkommt. Ja, dass er zurückkommt. Und das tue ich ja auch. Mm. Ich mache es ja jede Nacht. Mm. Ich bete jede Nacht. Mm. Jede Nacht für ihn. Auch schon vorher, als ich wusste, dass er gehen muss. Aber ich wusste noch nicht genau wann. Ich wusste schon im Oktober. Ach so, da war was hin. Ach so, das lag schon in der Luft, das Ganze. Ja, es lag schon in der Luft. Also er muss im Oktober hin. Und jetzt gestern, ich habe so ein komisches Gefühl im Magen, ruf an und die Frau, die hat geweint, die hat gesagt, ich kann dir das gar nicht sagen. Ich habe ihn heute hingebracht. Christiane, du bist so traurig. Du bist so traurig, dass ich ein ganz... Ich kann das nicht mehr ertragen. Dass ich ein ganz schlechtes Gewissen habe, wenn ich jetzt sage, dass so unsere Zeit hier, die Gesprächszeit in der Sendung gleich zu Ende ist. Deshalb möchte ich dich ganz dringend bitten, aufzulegen, und wir rufen dich gleich wieder an. Wirklich? Ja, und dann können wir noch in Ruhe, können meine Mitarbeiter mit dir... Meinst du, die können mir da ein bisschen was sagen? Ja, helfen? Zumindest noch ein bisschen reden und auch ein bisschen trösten. Ich bin so fertig, das glaubst du nicht. Doch, das glaube ich. Das glaube ich. Das glaub ich. Wir lieben so sehr. Ja. Christiane. Und bin auch ganz alleine. Ich habe keinen Vater, keine Mutter mehr. Ich habe niemanden mehr hier. Mhm. Niemand. Ich bin ganz alleine in meiner Wohnung. Umso schwerer ist das ja auch dann. Und umso verständlicher, dass du so traurig bist. Ja. Christiane, leg bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Darf ich dir mal was sagen? Ja. Du bist ein ganz toller Mann. Dankeschön. Das möchte ich dir wenigstens sagen. Du bist so lieb. Ich danke dir sehr herzlich. Und ich drücke wirklich alle Daumen, die ich habe, und alle Leute, die jetzt zuschauen und zuhören, denken an deinen Jungen, dass er wieder heil und gesund nach Hause kommt. Danke, Domian. Jetzt legst du bitte auf und wir rufen gleich nochmal an. Ja, danke okay, dir. Okay, tschüss. Ganz herzlichen Dank. Jo, tschüss. So, und jetzt habe ich die Andrea hier, und Andrea ist 18 Jahre alt. Hallo, Andrea. Hallo, Domian. Hallo, Andrea. Na? Na, was ist denn dein Thema? Weswegen hast du angerufen? Mein Freund ist ausgeflippt, weil ich ihm gesagt habe, ich bin schwanger. Mhm. Er hat... Wann? Heute ausgeflippt? Wie bitte? Heute ausgeflippt? Ja, wir sind seit 3 Monaten zusammen. Die Leitung ist auch sehr schlecht. Seit 3 Monaten zusammen? Ja. Mhm. Und ich habe ihm das heute erzählt, dass da was ist bei mir. Mhm. Du bist ganz sicher, dass du schwanger bist? Ja, ich war gestern beim Arzt. Ja. Und ich wollte da alleine hin, weil ich ihm nicht gleich überfallen wollte. Und er hat auch immer gesagt, von wegen, wenn da was passiert, mein Gott, wir reden darüber, wir packen das zusammen, ne? Und ich habe... Darf ich mal eben kurz unterbrechen? Ihr seid 3 Monate zusammen. Und dann redet ihr, wenn da was passiert, wir packen das zusammen. Wieso verhütet ihr denn nicht ordentlich? Wir haben verhütet. Wie denn? Mit Kondom. Und trotzdem ist es passiert? Ja, irgendwie, ich habe keine Ahnung. Ich hatte das damals im Gefühl vorhin und ich habe gesagt, jetzt mache ich erstmal. Ich habe mir erst im Laden einen Test gekauft. Mhm. Der war positiv.
Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht ist bei diesem Test was schiefgegangen, ne? Mhm. Hab mir einen Termin bei meinem Frauenarzt gemacht und der hat dann Ultraschall gemacht und da sagte er, ja, da ist was, zweiter Monat. Also, ja. Also ihr habt mit Kondom verhütet, das Kondom ist nicht geplatzt und trotzdem bist du schwanger. Das Kondom scheint ja geplatzt zu sein, wie es aussieht. Ja, weil, kriegt man das nicht mit? Spürt man das nicht? Sieht man das nicht? Ja. Offensichtlich nicht. Offensichtlich ist es nicht ordentlich verhütet worden, alles. Ja. Ja, so. Und nun ist er ausgeflippt. Ja, ich habe ihm das halt gesagt. Ich wollte es ein bisschen schön haben, ne? Und ich habe gedacht, okay, er kocht was Schönes, hab das gekocht, hab Kerzen angemacht, hab den Tisch schön gedeckt, ne? So. Er hat dann auch gegessen und er hat dann zu mir gesagt, du bist komisch, hast du mir irgendwas zu sagen? Und da habe ich gesagt, ja, hör mal zu, so und so ist es. Und da hat er nur gesagt, wenn du meinst, du musst es behalten, dann klopfe ich dir das Kind aus dem Bauch. Hat den Tisch umgerissen, ist total ausgeflippt, ist abgehauen. Moment, ich kann dich so schlecht verstehen. Er hat gesagt, wenn du meinst, es behalten zu müssen, haue ich es dir aus dem Bauch? Ja. Also der ist voll ausgerastet, komplett. Mhm. Und hat den Tisch umgeschmissen, hat die Teller gegen die Wand geklatscht, hat mit den Türen geknallt, er hat mich nicht angefasst. Mhm. Aber ist völlig ausgerastet. Ja. Völlig. Dann ist er abgehauen. Ich habe den ganzen Abend habe ich versucht, ihn aufs Handy zu erreichen. Ja. Ich habe ihn angerufen, entweder hat er mich weggedrückt, er ist gar nicht rangegangen, das Handy war aus. Ich habe ihm SMS geschrieben. Mhm. Wie alt ist dein Freund? 20. Wie? 20. 20 Jahre alt. Mhm. Ja. Also waren das große Sprüche. Wenn da was passiert, dann schaffen wir beide das schon. Er will definitiv kein Kind. Nein, aber... er hat ja immer gesagt, wenn was passieren sollte und dass wir das halt zusammen irgendwie auf die Reihe kriegen. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass er so ausflippt. Und ich schätze mal, er hockt jetzt in irgendeiner Kneipe, läuft sich die Birne dicht und ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Was ist denn deine erste spontane Meinung? So, möchtest du das Kind haben? Ja. Definitiv. Ja. Weil das ist ja mein Kind. So, und egal, ob jetzt mit ihm oder ohne ihn. Ja. Die Einstellung finde ich erstmal gut. Wenn du das so für dich entschieden hast, dann wird es auch Mittel und Wege geben, dass du das schaffst und das auch alles durchziehst. Nun kann man ja hoffen, dass das vielleicht nur eine spontane Reaktion war, wobei das schon eine ziemlich dämliche spontane Reaktion war. Dass er sich ja vielleicht besinnt und in den nächsten Morgen, wenn er vielleicht nüchtern ist, sich bei dir wieder meldet. Ich würde an deiner Stelle jetzt erstmal dem nicht hinterher telefonieren, keine SMS schicken. Er ist am Zug, er hat sich zu entschuldigen. Er muss dazustehen, er ist genauso beteiligt wie du. Ja, das stimmt schon, aber ich möchte, dass mein Kind auch einen Papa hat. Und nicht nur einen Papa, was alle zwei Wochen oder alle zwei Wochenenden nach Hause kommt und das Kind abholt das Wochenende. Natürlich. Aber müssen wir erstmal langsam, Schritt für Schritt gehen. Wichtig ist erstmal, dass der sich beruhigt. Schön wäre es, wenn er sich dann so sehr besinnt, dass er zu dir hält und ihr gemeinsam dann eine kleine Familie gründet. Ja, aber ich glaube nicht erst. Auch wenn du die Sehnsucht danach hast, dass das so ist, erzwingen kannst du es nicht. Dann kannst du höchstens, musst du nur bewirken, dass ihr ein gutes Verhältnis miteinander habt, dass das Kind eben auch einen Papa hat, auch wenn ihr nicht zusammen seid. Aber das ist ja alles noch weit hin. Ja, das stimmt, aber er ist im Moment sowieso gefrustet, er wurde gekündigt. Und klar wird ihm das irgendwo alles zu viel. Also, aber es kann nicht angehen, dass er so ausflippt, weil... Nein, das ist schlimm. Und er hat mich ja auch beschuldigt, dass dieses Kind gar nicht von ihm ist, dass ich ihm das unterschieben will. Ach so. Aber du bist ja hundertprozentig sicher, dass er der Vater ist. Es gab sonst keinen anderen, der in Frage kommt. Nein, So, ich würde mal sagen, Andrea, jetzt warten wir mal erstmal ab bis morgen. Der sich meldet. Telefonier du ihm nicht hinterher. Da musst du jetzt stolz sein. Er ist am Zug. Er muss etwas tun. Ja. So. Und dann musst du sehen, dass du in den nächsten Zeiten mal, wenn das so problematisch weiter ist und so angespannt, dass du auf jeden Fall zu einer Beratungsstelle gehst und dir ein bisschen Hilfe holst. Psychologischen Beistand. Ja. Wir rufen dich jetzt nochmal zurück und geben dir noch ein paar Adressen an die Hand, okay? Okay, vielen Dank, Domian. Andrea, alles Liebe. Okay. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Mitmachen. War eine traurige Sendung heute, schlimme Sachen gehört.
bedanke mich auch bei meinem Team, nämlich bei Uli Krapp, bei Katrin Paulsen, Marco Rössler, Gunnel Blendin, Christian König, Christian Part, Florian Jocham, Vivian Merchak und Anja Baumann. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen, sprich jetzt Samstag, auch wieder bei mir wärt, und zwar ein bisschen früher, um 23.25 Uhr. Da bekomme ich Promi-Besuch, da ist Jürgen von der Lippe bei mir. Und ihr könnt auch mitmachen und könnt anrufen und euch mit Jürgen von der Lippe unterhalten. Eine Stunde vorher sind die Leitungen geschaltet, ihr könnt aber jetzt auch schon mailen oder während der Sendung natürlich auch anrufen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Und für all die, die Kraft brauchen, wünsche ich sehr viel Kraft. Tschüss.